Leute, grüßt euch zum dritten Teil von unserem wunderschönen 7 Days to Die. Oh Gott, das ist mich. Ja, ich hab dich erschrocken. Ja, fängt schon wieder sehr gut an hier. So, der blutest du hier, wa? Dann lasse ich dich mal hier in Ruhe. So, letzte Folge. Ja, guckt euch den Part an, ihr wisst, was passiert ist. Ansonsten looten wir jetzt mal das Dörfchen hier durch. Und schauen dann mal, wo wir uns endlich niederlassen, wa? Jo. Was hat jetzt ein solches hier? Wo ist denn jetzt das, der Hammer? Hallo? Ist hier jemand? Juhu! Wo bist du denn? Ich möchte euch erst töten, bevor ich loote. Ach da. Ich geh die Tür aufmachen. Trottel, anstatt dass sie die Tür einfach aufmachen, ist nicht entsperrt. Das wäre krass, wenn die das könnten. Wenn du dann nicht, wenn du deine Tür nicht versperrst, dass die dann einfach durchgehen könnten, die einfach ganz normal aufmachen. Das wäre schon krass, oder? Bist du noch da? Ja, ich hab. Achso. Musste bloß gerade mal hören, wo hier die Zombies sind. Kackbett. Ach, diese Hirnerschütterung gibt mir auf den Sack. Geronimo. Du musstest mal die Gruppe Dings wieder annehmen, dass ich sehe, wo du bist und wie es dir geht, ob ich dir zu Hilfe eilen muss und so. Pop, pop. Save. Mach ich doch gerne. Sonst kann ich dich nicht beschützen. Ja. Bist du denn hier? Nee. Ey, ich hab den Speer im Schädel. Uah. Mein Schwert bitte wieder. Sehen wir auf deiner Seite oder was? Was macht ihr hier in meinem Garten? Alter, die Frau heult echt viel aus. Lebt die noch? Nein. Du nimmst ja die alle da hinten, wa? Würde ich jetzt mal machen, ja. Oh, die sind echt. Echt lecker aus von Weitem war. Okay, dann gehe ich hier. Hier sieht's auch gut aus. Oh ja, geil. Hier ist so ein Bauhandel, Blabums. Hier ist richtig viel Zement und Pflastersteine. Working stiff. Das hört sich doch gut an. Hello, ist hier jemand? Wo denn? Hallo? Ich glaube, das ist der Filialleiter hier gewesen. Der war richtig ekelhaft. Uah! Wo kommt er denn her, Alter? Hilfe! Oh. Oh, wo kam er denn her, Alter? Was ist denn das? Zum Kriechen da. Boah! Leute! Was ist denn falsch mit euch hier? Hui! Ach, mit den Tabletten konnte ich mich jetzt komplett voll heilen. Ja, klingt logisch, wa? Puh! Ein gutes Kinder. Ne, meine auch die absolute Heilung.
Also du kannst ja bis zu einem bestimmten Punkt nur heilen und damit hüllst du ach du Fischschau, ich meine. Kommst du wieder auf das Maximum, auf die 104 bei mir jetzt zum Beispiel? Ach so, das hat ihm meine Gehirnerschütterung geholfen, deswegen wahrscheinlich. Hund, 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 komm her! Alter, was ist denn falsch mit euch? Wo kommt ihr denn alle her? Ja, habt ihr Kind zu Hause oder was? Auto! Nein, Sackgasse! Sackgasse! Leute, ihr seid doch nicht ganz knusper hier. Hui. Kam so aus jedem Loch gekrochen. Ich bin beim Chef im Büro. Lasst mir in Ruhe. Bauplan für eiserne Armbrust. Das klingt doch mal gut. War denn hier los gewesen? Hat da erstmal ein Hund hier auf dem Hof und ein paar hundert Angestellte, die hier einfach mal krepiert sind. Das nenne ich mal widere Bedingungen hier anscheinend. Bist du endlich noch da? Ja, ich höre dir gespannt zu. Ich merke schon. Ich wollte ihn. Du warst gerade so in Rage. Da wollte ich jetzt nicht stören. Hier ist was los, ey, das sag ich dir. Ein Glück hat mir der Hund nicht so viel abgezogen. Aber hier ist echt eine Menge zu looten. Allein schon der ganze Zementkack und alles hier. Pflastersteine. Jetzt auch nicht alles mitnehmen. Ich hoffe, dass ich später mal denn mal eine bessere Schippe habe hier. Ist aber auch hier sicher wie Fort Knox hier, alter Falter. Krass, krass. Hier auf dem Hof an sich könnte man sich schon niederlassen. Südgeschützt. Steinäxte, die ich hier finde. Oh, aber hier drin sieht echt gut aus. Oh, 1000. Ich habe hier echt gute Lager gefunden. Ah, da komme ich vom Dach rein. Und wie komme ich wieder? Ah, doch. Doch, da schiebt man doch hier ein bisschen.
Ab aufs Dach. Ah, sehr schön. Alter! Hässliche Krähe! Und Knochenbruch natürlich. So. Und daneben geschossen. Natürlich. Ich hab mal 20 Wildbrett geholt, ne? Call of Duty. 20 Wildbrett? Mhm. Wie hast du die geholt? Na, ich hab so eine Regel erlegt. Achso. Gut, der müsste aber noch kochen. Du hast ja erstmal nur Fleisch. Ja, ich hab den Bauplan für gebratenes Fleisch auch gefunden. Ah, cool. Also kann ich dann machen. So, was machen wir denn hier? Weg. Haben wir ein paar neue Pfeile. Essen, trinken, essen wäre auch nicht schlecht. Dann essen wir das hier mal. Und essen das hier mal. Lederponcho. Haben wir denn, habe ich denn, ne, habe ich leider nicht. Kein Stoff, nicht wahr? Doch, Stoff habe ich. Weg. Dann trinken wir jetzt noch einen Bottle. Was haben wir denn hier drin? Dieser Kackgeier hier denn noch gewesen, ey. Aber hier ist wirklich eine Menge zu looten, wo ich bin. Also hier ist allgemein eine Menge zu looten. Doch eine etwas kleinere, eine größere Kleinstadt. Du bist jetzt im Haus gegenüber von mir rein, oder was? Wo bist du denn? Warte mal. Da war ja ein Haus gegenüber von mir. So ein halb zerstörtes? Nee, ja, da war ich drin, wo du jetzt bist. Okay, gut. Und ansonsten kannst du hier unten weitergehen. In die Richtung nach Süden. Mhm. Denke ich mal, dann haben wir wenigstens Norden und Süden abgedeckt. Ich denke mal, du wirst den Süden viel, viel schneller fertig werden als ich hier. Wie gesagt, ich habe da ein Wildbrett. Dann können wir gut, kann ich gut kochen. Wir müssen halt wirklich nur gucken, wo wir hingehen. Hier ist eine Tresortür. Brauchst du noch Eisenhelme und sowas? Ja. Ja? Ja. Mit dem behalte ich das nämlich. Oh, scheiße. Das war nicht gut. Zeig das falsche zerhackt hier. Ist ja blöd. Ach ne, ich hab's hier drin gepackt. Oh, ein Glück. Wie eine Schaufel. Oh ja. Geschmiedetes Eisen gefunden.
ist denn hier los? Leute, Fahrstuhl. Na klar, hält das da nicht. Natürlich hält das da auch nicht. Wollt ihr mich verarschen? Ach, da hält's ja. Aha. So weit von überladen und habe jetzt auch noch den Fuß gebrochen. Ist nicht gut. Ist echt nicht gut. Für Geräusche. Was für Geräusche? Das freut dich gerade, ob du dafür Geräusche machst. Keine Ahnung. Jetzt muss ich erstmal zurücklatschen, ey, wie eine Schiene basteln. Ich müsste genug Stofffetzen reingeschmissen haben. Das brauche ich ja nicht. Stofffetzen habe ich auch hier noch. Daraus kannst du dir doch schon eine Schiene bauen. Ja, glaube ich. Nicht nur aus Stofffetzen. Ach so, auch aus Holz, oder? Und? Da fehlt noch was. Echt, ja? Ja. Bei PlayStation, glaube ich, kannst du die. Na, auf jeden Fall ist das jetzt nicht mehr so. Klebeband fehlt auf jeden Fall noch. Mann, oh Mann, oh Mann, alter Schwede. Ist das ein Kackweg hier? Jedenfalls mit gebrochenen Beinen und. Da war doch immer bei mir gebrochen, ich glaube, das ist das Bein. Du schaffst es, du schaffst es, du schaffst es. Und dann, wenn du irgendwo wo was findest und sagst, ey, da bauen wir oder da quartieren wir uns ein, dann machen wir das so. Wir da Ja, spring wat... runter. Was? Meine Hübsche, spring immer runter. Achso. Du redest mal mit mir. Nee, ich hatte gerade so eine Krankenschwester. Die wollte mich verarzten. Ja, freu dich. Ich muss mich selber verarzten. Auf ihre Hilfe konnte ich dann auch dankbar verzichten. Nachdem sie dann die Treppe runtergesprungen ist. So, jetzt eine Schiene bitte. Benutzen. Vielen Dank. Für die Blumen. Da habe ich wieder ein bisschen was reingepackt. Den Knüppel Stufe 3 hast du ja nicht mitgenommen hier. Nö. Warum nicht? Hattest du? Brauchst du den nicht? Jetzt gerade noch nicht. Nee, ich hab noch einen Knüppel. Da ist eine Mod drauf, deswegen. Okay. Hallo? Haufenweise Dietriche? Ey, der Hamster hinter mir, der hat auch nur Scheiße im Kopf. Unglaublich. Okay. Hat sich hier einen eigenen Bunker gebaut. Bauplan, Erste-Hilfe-Verband, sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Haufenweise Baupläne hier. Was haben wir hier? Eisen. Nehme ich.
nehme ich erstmal mit. Und nehme ich erstmal mit. Alles klar. Ey, ich brauche unbedingt mehr Ausdauer. Ist ja wie im wahren Leben eigentlich. Sollte man als Fußballer nicht eigentlich für eine gewisse Grundausdauer besitzen? Ich bin Torwart, ich brauche es nicht. Das war schon immer meine Ausrede. So, okay, ja. Verstehe ich. Ja, nur, dass das nicht gut ankommt. Ist das nicht der Puff da, wo der den Bären drin gab? Nee, ich glaube, war der nicht. Unglaublich. Warte, weil ich Puffy gesagt habe? Nee, hier. Achso. Warte. Ein Zombie, der sich versteckt hatte. Schon wieder eine Steinaxt, ey. Warum finde ich denn überall nur Steinäxte? Das Auto wurde schon ausgeschlachtet. Oh, Schnucki, wo kommst du denn her? Du hast dir nicht mal die Haare gemacht, Mensch. Natürlich. Hat sie gesagt, natürlich? Na, ich hab mir meine Haare. Ich hab immer meine Haare schön. Was lachst du da jetzt? Ich hab nicht gelacht. Achso, besser ist so. Zomberinos! Ich hau grad der Frau in den Unterleib. Das sieht echt komisch aus. Hört sich auch komisch an, wenn du es so erzählst. Zeig ja Pein auf die Nase eben. Ich hab daran eindeutig zu viel Spaß. Wo kommt ihr denn gerade her? Boah, wo kommt denn die Horde her hier? Habe ich dir schon mal erzählt, dass ich Keller hasse, aber alt? Ich habe hier gerade eine Horde bei mir. Ich habe hier ein Haus mit einem Keller und der hat sich unten irgendwo noch hingegraben. Also das Haus hier ist eigentlich echt cool, so zum Verbarrikadieren. Ja, kommt ihr Dick nicht rüber oder was? Lebst ja noch. Ja, was ist denn noch los, alter Schwede? Weg ist dein Schädel. Also das hier, das Haus hier, was ich gerade habe, das ist cool. Oh, Schaufelstufe 3. Na, wenn du meinst, dass das was für uns wäre, dann
kannst das dir auf jeden Fall mal angucken. Kannst du mal markieren. Kann ich gleich mal ausprobieren. So. Oh, ich hab eine Schiene gefunden. Wegpunkt folgen, auf der Karte zeigen, Wegpunkt entfernen, Wegpunkt. So, dafür müsste ich erstmal einen Wegpunkt haben, ne? Den müsstest du erstmal stellen, ja. So, was haben wir denn hier? Eine Kaffeemaschine. Überall gibt's Kaffeemaschine, ich verstehe das nicht. Wie können denn die Leute mal so süchtig nach Kaffee sein? Ich möchte da rein. Hallo, ist hier verschlossen? Wer ist hier im Keller versteckt? Hallo? Ich stich dir ab, Mann. Schmerztabletten. Ich hab so einen zweiten Hammer gefunden. So, jetzt kannst du mal gucken, ich müsste den geteilt haben. Ja, kann ich gleich mal gucken. So, ich hab einen zweiten Hammer gefunden. Mhm. Ich hab Bauplan für einen Hammer gefunden. Eisenwerkzeug. Okay. Du, was für Baupläne hast, ey. Level 5. Alter, unglaublich. Was ich schon allein einfach nur hier gefunden habe jetzt. Farbe braun, brauche ich nicht. Arm. Wo geht denn das Rohrsystem hin? Das geht ja jetzt noch tiefer. Alter. Ist das eine Mine hier? Alter, was? Der hat sich richtig eingegraben hier in den Boden. Kann schon sein. Ich esse alles. Hallo Leute! Schön daneben geschossen. Am liebsten stand da noch einer. Der hat's dann abgekriegt. Herausforderung. Letzte kleine Spinne. Bauplan. Fahrradlenker. Was ist das hier? Schon wieder eine Schaufel. Jo, ich habe einen Pinsel und ein Drahtwerkzeug gefunden hier. So ein Wire-Tool. Jetzt können wir Strom verlegen. Ich will mich doch verarschen. Ich krieg einfach keinen Schraubenzieher. Ich hab zwei. Ich hab jetzt ach schon so, einen gefunden. Und sagst du mir jetzt so. Einer liegt schon im Dings drinne. Echt? Hm. Ich meine einen schon abgelegt zu haben. Ich kann mich jetzt natürlich auch gerade irren, aber ich meine einen auf jeden Fall abgelegt zu haben. Wird schon wieder voll. Alter, wie tief geht denn das hier noch rein? Lieber mal kurz hier alles einmal safen. Es wird Zeit, dass wir hier irgendwie ein Auto oder so weit finden. Dass die Loot-Tour hier nicht immer so. Alter, wie weit. Unangenehm rein. Ist. Ja, eine absolute Loot-Folge heute hier. Und vielleicht haben wir schon mal unser Häuschen gefunden. Der Foodmarkt. Es geht ja noch tiefer ab. Hello. Alter, der hat sich hier richtig in so einen Bunker reingeschmissen. Oh!
Aber was bringt das jetzt, wenn du da das kaputt klopfst? Seid ihr denn doof oder was? Macht einfach die Tür auf. Die Tür ist offen. Natürlich. Schön daneben geworfen. Ja, geschossen. Müssen die Donnerbüchse eigentlich immer leer, wenn man sie braucht? Tür hinten ist auch einfach offen. So, geht noch schnell hier hoch und erledige noch den Raum und dann ist die Destins der Part für heute auch schon wieder vorbei. Rucki zucki geht das hier immer. Schon wieder über eine halbe Stunde. Es läuft. Und ich glaube, wir haben wirklich unser Häuschen gefunden. Also ich sag dir so, wie es ist. Ich würde hier hin. Definitiv. Oi, oi, oi. Mann. Alter, ich bin mich erschrocken. Alter, hab ich mich gerade schon wieder erschrocken. Kann doch nicht wahr sein, Alter. Du bist halt sehr schreckhaft. Ja. Jo. So Horrorspielchen mit mir zusammen, das wäre doch bestimmt. Dann irgendwann mal Facecam, Alter, dann habt ihr was zu lachen. Ich gehe was zu essen bei. Sieht nicht so aus, wa? Oh, ist der Bier getrunken. Eieieiei, Leute. Bin gerne. Das ist auf später Stunde. Ja, Mann. Die Zeit, dass ich nach Hause renne zu Mami. Uiuiuiuiuiuiuiui. Wusste ja nicht, dass das so schlimm war. Boah. Ich bin ja auch nicht mehr gewöhnt hier. Hallo? Ich hab eine Kartoffel gefunden. Immer mit der Ruhe, Leute, chillt mal eine Runde. Der erste hat den Schlag für den zweiten abgefangen. Und du machst Gestrauß, du Trottel.
wieder sowas von voll bepackt. Nein! Eigentlich brauchen wir keinen Pinsel, jedenfalls zur Zeit noch nicht. Na, hol ich den mal weg. Malen kann man andermal. Fudern, fudern, fudern. Hello, ist hier jemand? Komm, die letzte Etage hier noch und dann endig. Ich sehe gerade 21, wird eng. Komm, ich muss die Beute hier noch klären. Oh, hier bin ich. So, die Ene ist tot. Und runter hier. Alter, was sind denn hier so viele? Donnerbüchse. Man muss ja die Donnerbüchse immer nachladen, wenn nachdem man sie wegsteckt. Das ist so unlogisch. Ist das Ding jetzt hier geklärt? Ich glaube schon. Jo. Guck mal, was, uiuiui. Guck mal, was wir hier für Loot drin haben. Nicht so schöne Sachen. Guck mal hier. Ein großer Motorwerkzeugtank. Wenn wir denn mal eine Säge oder sowas haben, eine Kettensäge, haben wir gleich mal einen neuen Tank oder einen größeren Tank. Oder so ein Erdbohrer. Bist du eigentlich noch da oder rede ich mit mir selbst? Nee, ich bin noch da. Ich hatte bloß gerade ein paar Probleme. Ach doch, dass du irgendwie nicht reden möchtest. Ist gut. Du Arsch, ey. Rohr, Diamant. Goldklumpen und Silberklumpen. Also bringt irgendwie nicht Geld. So, wollen wir da nochmal Bier? Nee, noch ein Bier trinke ich nicht. Nee, warum nicht? Nee, lass mal. Ach komm. Nachher singe ich noch schweinische Lieder. Leute, gucken wir hier mal. Oh. Dann bin ich einfach mal runtergefallen. Unangenehm. Gucken wir nochmal hier im Bücherregal. Zwei Sachen zum Lernen. Geil. Und der Rest ist ja hier jetzt Alter. Nicht mehr ganz so. Haben wir hier noch schicke Chemie? The Bottle. So, brauchen wir noch nicht. Nähzeug brauchen wir nicht. Hier noch was, hier versteckt sich nicht. Hier ist noch mal was. Messerstufe 5. Müssen wir hier mal die Mod ablegen. Zack. Dann kann ich das hier. Ein Reparaturkit, dankeschön. Das brauchen wir, das ist auf jeden Fall ganz wichtig immer, ja. So, dann haben wir das mit und. Knochen brauchen wir eigentlich nicht mehr, ne? Irgendwie nicht, ne? Und hier gibt es noch ein bisschen Licht. Oh Mann, ich überziehe schon wieder richtig gewaltig. So, jetzt gehen wir mal schnell immer noch hier hoch. Gucken, ob da noch was Spannendes war und dann
Hier haben wir nochmal was. Zack, 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 zack. Alles mischt. Nur Mülleimer. Was haben wir denn hier? Kürbissamen. Nimm ich einfach mal mit, wa? Nein, war falsch, war falsch. Puh. Kann man fast beim Trinken hier komplett zerschossen. Alter, hier ist so viel Zeug. Ja. Dein, Zement, Bipapo. Ja. Hier in diesem Bunker, wo ich drinne bin. Leute, bevor Sarko hier noch mehr ins Schwärmen kommt, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.